begrüße euch. Wir befinden uns heute im Musikinstrumentenmuseum Berlin. Und ich heiße Silke und stelle euch heute diese Drehleier vor. Und diese Drehleier ist ein ganz, ganz wertvolles Instrument, was normalerweise in einer Vitrine hängt und nie gespielt wird. Und ich habe den Versuch unternommen, dieses Instrument, deswegen habe ich heute auch Handschuhe an, damit nichts dran kaputt geht, heute in Gang zu bringen, damit wir ein paar Originaltöne dieser Louvet-Drehleier hören. In Frankreich nennt man eine Drehleier Vielle. Und das macht auch Sinn, das französische Wort Vielle zu benutzen heute, weil das Instrument von dem Drehleierbauer Louvet aus dem 18. Jahrhundert, genau 1733, stammt. Hier sieht man auch seine Gravur. Die Vielle ist ein Barockinstrument aus der Zeit der Schäfermode, ungefähr Ludwig XIV. In Frankreich. Da war es ziemlich in, würde man heute sagen, Tanzmusik zu spielen, Parks zu spielen, einfach bei Festen, sodass man tanzen, singen, genießen konnte. Die Drehleier ist ein Streichinstrument. Das heißt, was wir eigentlich mit dem Bogen am Cello, Geige, Bratsche machen würden, wird hier durch ein Rad ersetzt. Und um das Rosshaar, was wir beim Bogen haben, auf eine Art zu imitieren, gibt es hier Watte. Also Watte um die Seite herum. Und dieses Rad ist übrigens auch, ich zauber hier mal was hervor, mit Kolophonien bestrichen. Wie ein Geigenbogen praktisch. Und wo ich jetzt alles so schön offen habe, könnt ihr ganz genau sehen, was hier eigentlich passiert. Die Kurbel streicht das Rad an. Wir haben hier ein Streichinstrument. Ich drehe einfach mal ohne Melodieseite, die hebe ich jetzt ab. Und ja. Und wenn ich die Melodieseite einhänge, hört ihr noch dazu die Melodieseite. Und die kann man jetzt verkürzen. Ich probiere das mal mit offenem Tangentenkasten. Diese Fähnchen hier, das sieht so ein bisschen aus wie beim Zahnarzt, aber die verlängern praktisch meine Finger, mit denen ich normalerweise an der Seite abgreifen würde. Und diese Fähnchen kann man eigentlich auch stimmen. Bei diesem Ton hier geht's, damit man nämlich nachintonieren kann. So, wir haben also das Phänomen Grundton, Melodieseite. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes, nämlich den Schnarrsteg. Der heißt auf Französisch Le Chien. Ich hole den mal kurz raus und setze den hier auf meine Hand. Und der Schnarrsteg kann kippeln. Das ist ein Steg, der sich bewegen kann. Und wenn man den so kippeln lässt, dann gibt er ein trompetenartiges, schmetterndes, zirpendes Geräusch ab. Also er vibriert praktisch hier auf der Decke. Und das passiert, wenn man in der Drehbewegung perkussiv dreht. Also in der rechten Hand nicht nur dreht, dann schwingt diese Seite, auf Französisch auch La Trompette genannt, wie die Trompete, so stark, dass sie diesen Steg hier mitnimmt. Ich glaube, ich habe alles erklärt. Jetzt werde ich versuchen, was nicht ganz einfach ist, auf diesem Instrument einen Rigaudon zu spielen. Ein Stück aus dem 18. Jahrhundert von dem Komponisten Bourmoutier. Der hat eben genau in dieser Zeit Tanzmusik für Drehleier komponiert. Thank you.
So ungefähr mag das geklungen haben. Musik, die man damals in der Zeit der Schäfermode zum Tanzen aufspielte. Man muss sich vorstellen, der Adel wollte tanzen, feiern, in den Parks, Partys machen, würde man heute sagen. Da gab es Drehleine und Dudelsäcke und man spielte zum Tanz auf. Und falls ihr selber mal Drehleier spielen wollt, reisen wir ins 21. Jahrhundert, nämlich jetzt, hier und heute. Hier im Musikinstrumentenmuseum könnt ihr, wenn ihr wollt, auf einem Tasteninstrument Bordunton, Grundton und Melodie ausprobieren. Es gibt hier ein ganz wunderbares Projekt, weil diese Drehleier dürft ihr ja leider nicht spielen. Aber neben der Drehleier steht eben das Tasteninstrument. Ihr könnt euch im Bordunton spielen und alle die Töne der Drehleier dazu, nämlich alle diese hier. Und ihr könnt es auch zu Hause ausprobieren. Ihr könnt euch auf dieser Seite, die gleich angezeigt wird, einen Download machen und zu Hause ein bisschen Drehleier spielen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und freue mich, euch im Museum oder auf dieser Seite hier wieder zu sehen. Vielen Dank!